So, grüße euch erstmal. Ja, ihr werdet jetzt gleich den nächsten Tag erleben, den wir hier in Portugal durchgemacht haben. Ich bin jetzt gerade im Hotel. Ich wollte vorweg halt diesen Teil von wegen, wie findet ihr dieses ganze Video? Mache ich zu lange? Also ich möchte wirklich eigentlich euch komplett meinen Urlaub hier zeigen. Das heißt, ich werde auch so gut, ich schneide eigentlich so gut wie gar nichts weg, wirklich nur richtig unwichtigen Kram. Ich möchte halt von euch wissen, ob euch das wirklich gefällt oder ob ich vielleicht morgen dann echt, weiß nicht, einfach viel mehr cutten sollte. Weil, keine Ahnung, mir gefällt das schon sehr gut. Ich versuche immer hier mit zack, immer das zu beginnen, also mit der Hand drauf beenden, mit Hand runter das nächste Video anzufangen, damit die Überläufe halt einigermaßen sind. Ja, ich wollte einfach mal eure Meinung, schreibt es bitte in die Kommentare und übrigens kann ich leider nicht auf eure Kommentare eingehen, jetzt noch nicht, da ich mich bei Google nicht einloggen kann, keine Ahnung, ich bin auf YouTube eingeloggt, aber bei Google Plus kann ich nicht rein und dann kann ich die Kommentare nicht beantworten, ich habe keine Ahnung warum, Leute, es tut mir leid, aber leider, ja, geht es nicht. Ich werde die alle dann beantworten, wenn ich wieder in Deutschland, am 22. komme ich übrigens zurück, sind 7 Tage, keine 10 bis 14. Ja, am 22. komme ich zurück, da werde ich dann alles abrackern, was ihr so halt gesagt habt, werde ich ein bisschen kommentieren und freue mich auch, dass ihr schon über 1000 Leute haben sich das schon angeguckt, was wir hier in Portugal treiben und auch Kommentare gab es einige und auch richtig viele Likes, Dankeschön dafür. Gut, jetzt einfach mal eure Meinung in die Kommentare, ich lasse jetzt auch schon wieder alles, also das Gelaber sein und ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir in Portugal. So Leute, grüß euch und guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, beziehungsweise ja, noch nicht lange unterwegs. Ihr seht hier, da habe ich geschlafen. Das hier, da hat mein Cousin geschlafen. Das ist halt ziemlich, ist sein Zimmer, ist halt so ein Blockhaus. Wir sind hier unterste Etage. Weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall seht ihr, so habe ich jetzt diese Nacht gehaust. Ja. Ich weiß auch nicht, was soll ich noch großartig sagen? Ich habe hier bis 3 Uhr gesessen, ja? Bis 3 Uhr, weil ich das Video von gestern, was ihr gestern gesehen habt, schneiden wollte, bearbeiten wollte, etc. Dachte mir, ich warte, bis es fertig ist und bin dabei fast krepiert. Ja, musste jetzt um 9 Uhr aufstehen, Alter. Ich habe da 6 Stunden geschlafen und bin ein bisschen müde. Naja, ich würde sagen, so habt ihr ein bisschen das Zimmer von meinem Cousin gesehen, mit einer Porno. Flasche hier. Ach ja, Wärmeflasche mit Brüste. Wer will sowas nicht? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich irgendwo wieder. Ich weiß nicht, was wir heute machen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns, glaube ich, unterwegs. Guckt euch mal bitte diese Katze an, Mann. Die ist absolut chillig. Die guckt die ganze Zeit so, als wenn sie übelst einen geraucht hätte, Mann. Die liegt hier nur so rum. Das ist richtig gut. Das muss ich euch unbedingt nochmal zeigen, ey. Da sind wir wieder und es ist wunderbar hell. Wir sind jetzt gerade aus Tisas Wohnung raus. Mein Vater erzählt mir hier schon irgendwelche portugiesischen Weisheiten. Ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade wieder raus. Ihr habt eben gerade noch eine von den vielen Katzen gesehen. Also in der Butze, in der Tisa da haust, hat sie irgendwie 12 Stück und die Haaren kein Stück. Also es liegt an Portugal, meint mein Vater. Die stinken auch nicht. Die stinken nicht, die Haaren nicht, da ist kein einziges Haar. 500 Katzenklos und es riecht nicht. Ja, das ist heftig. In Deutschland würdest du mit einer Katze in dem Wohnraum umkommen. Und jetzt fängt es voll an zu regnen, Alter. Jetzt kann ich mir gleich meine Jacke wieder anziehen, ey. Weißt du, ja, so, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen, suchen ein bisschen irgendwas in Porto. Und, nicht in Porto, in Matosinhos. Matosinhos und dann geht's rund, ne? Also bis später dann. So, und die Kamera muss ich erstmal ein bisschen einstellen. Es ist richtig schön hell in der Kamera, obwohl das gar nicht so hell ist. Ihr seht hier, ich hoffe, ihr seht das, richtig blockig, ne? Wir sind gerade auf so einem riesen Platz. Ich weiß auch nicht, wo das genau ist. Da sind so ein paar schöne Fahnen, da noch so ein altes Gebäude, hier noch so ein alter Ritter und so ein übelst hohes Haus. Seht ihr das? Ich hab's gesehen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade hier so auf dem Platz. Wir machen uns, ach, da sind diese rollbaren Gärten, Leute. Ja, das sind so, ist so Gras und Büsche auf Rollen. Ne? Und dann kann ich das einfach überall hinrollen, wo sie gerade ein bisschen Grünfläche in der Stadt haben wollen. Ne? Zumindest ist das anscheinend so deren Idee. Es hat auch richtig krass geregnet noch gestern. Heute ist gut.
Es ist noch bewölkt, aber es ist mega warm. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich meine Jacke ausziehen und mit T-Shirt hier rumlaufen oder lasse ich die scheiß Jacke einfach an, weil es ab und zu mal wieder so ein bisschen Regen klatscht, ne? Alter, ich weiß auch nicht. Und es geht hier auch die ganze Zeit berghoch, bergab. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen außer Puste, weil es eben gerade richtig steil hochging. Und wir mussten halt den ganzen Weg hoch latschen und oh, jetzt geht's hier wieder runter, da hinten geht's wieder hoch. Also das ist echt bekloppt hier in Portugal, muss man ja schon mal so sagen. Jetzt laufen wir hier gerade wieder richtig schnell runter. Gut, wir versuchen jetzt die Bahn zu kriegen, hier die Metro, also ne, bis demnächst. So, was geht denn ab? Hier sind wir wieder, haben uns jetzt versteckt. Also ihr seht das hier, ne? Wir verstecken uns hier direkt und so, weil die letzte Aufnahme ist vielleicht, sagen wir, 2 Minuten her. Und guckt euch das einfach mal an. Also das ist ja übrigens jetzt, mein Vater sagt, das ist der Winter in Portugal. Hier ist es zu warm für Schnee. Ja? 20 Grad ist einfach viel zu warm. Und wenn ihr das hier so seht, ist es einfach der übelst am Stürmen. Weißt du, eben gerade sitze ich da noch, sag mir, T-Shirt oder nicht, Jacke oder nicht, ist viel zu warm. Und dann auf einmal kacken wir hier wieder rein und es tropft hier voll runter und es geht voll ab. Also Portugal momentan, Sonne, ich weiß auch nicht. Naja, wir warten jetzt erstmal noch 10 Minuten auf die Bahn. Und ich würde sagen, ja? Also, wir sind jetzt in der Bahn. Wir sind in der zweiten Bahn. Oh, die Kamera muss ich einfach immer erst wieder einstellen. So, wir sind jetzt raus aus der, so wie mein Vater sagte, U-Bahn. Aus der Metro sind wir jetzt ausgestiegen. Mein Vater war einfach viel zu laut. Ja, ne? Ja. Der hat immer voll laut geredet, der war voll peinlich und so. Wenn im Zug die Molukken am lautesten sind, dann ist es auch ganz schlecht. Ja, und wir sind hier die Molukken. Genau. Gut, wir latschen jetzt hier durchs nasse Portugal. Also ne, suchen hier ein bisschen, könnt ihr mal gucken, hier die Häuser schauen hier so aus. Ganz schön. So. Viele Autos stehen hier rum, alle am Parken, alle auch kaputt. Ne? Damit wird hier noch rumgefahren, ey, könnt ihr das sehen? Ich werde verrückt. Wir stehen hier aber auch vor Autowerkstätten. Ne? Ach stimmt, das hier sind ja Autowerkstätten. Alles Auto, ja stimmt. Die werden hier alle noch repariert. Gut, wir latschen jetzt hier noch ein bisschen durch. Wenn wir das nächste Café finden, wo wir uns reinpflanzen, werde ich euch höchstwahrscheinlich wieder anwerfen. So, erstmal wieder. Wir sind wieder hier und mein Vater wollte, dass ich jetzt mal was aufnehme. Und zwar die Ampelanlage in Portugal. Also man kann sein Gesicht nicht mehr machen. Du hast kein Gesicht mehr. Also Portugal ist echt alle mega klein. Ich habe gerade auch mal eben geguckt. Also ich weiß nicht, ich bin größer als alle anderen und alle, die wissen, wie groß ich bin. Das ist der Hammer. Ich bin schon klein. Kevin ist groß. Ja, das ist... endlich fühle ich mich wie ein Riese. Der Portugal sind alle klein. Gut, wir gehen weiter. So, herzlich willkommen zurück. Klatsch meinem Vater auch schon fast die Kamera ins Gesicht. Auf jeden Fall. So, wollte ich euch jetzt eben nochmal diesen Park mitten in Porto zeigen hier. Könnt ihr sehen, ne? Also ist hier so ein Park. Da könnten Kinder drauf spielen, tun sie aber anscheinend nicht wirklich. Ja, weil sie keinen Bock drauf haben oder weiß der Geier was, ne? Ist hier so ein bisschen eingerichtet. Ist auch hier so der Gummiboden, ne? Wie man das so von der Laufbahn kennt. Bei den Bundesjugendspielen in Grün aber. Ja, gut. Ich würde sagen, wenn ich das nächste sehe, was ich euch zeigen kann, ich mache auch mit meiner Mutter, hat ein Fotoapparat mit, da mache ich ein paar Fotos, schneide die vielleicht noch ein bisschen mit rein. Ich würde sagen, wenn ich das nächste Mal irgendwas sehe, was ich euch zeigen kann, schmeiße ich die Kamera wieder an. So, Kamera, mach es bitte. So, seit der letzten Aufnahme sind 2 Sekunden vergangen. Ich weiß gar nicht, warum ich die ausgemacht habe. Ich kann euch hier eigentlich nochmal den Park zeigen. Hier seht ihr, wunderbar. Tauben kacken überall hin und eine riesen Palme steht da drauf. Genauso wie hier so eine schöne Werbesäule. Also das hier ist anscheinend irgendwie so ein Park, wo man sich abchillen kann. Keine Ahnung, hier sehen wir Bänke, Rasen, Laubgebläse, alles mit dabei. Und hier kann man sich auch noch drunter setzen. Wenn es mal wieder zu viel regnet in Portugal, chillt man sich einfach hier die Treppe hoch und steht da anscheinend rum. Keine Ahnung, also bis gleich. So, guten Tag. Wir sind jetzt wieder hier und zwar haben wir jetzt eine Butze gefunden, die heißt Caria Confeitaria. Ne? Weißt du Bescheid? Und zwar sitzen wir hier draußen auf diesem Tisch, ne? Und ja, gönnen uns das Ganze. Hier werden wir auch schon bedient, wunderbar, kriegen serviert hier auch. Hinter uns die Straße. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt ein Prego, heißt das, und ein bisschen Gebäck, glaube ich, keine Ahnung, aber wir sehen uns gleich wieder. So, WB, ja. An euch. Rua de Mao.
Haben wir das Hotel gefunden? Mayo. Mayonnaise? Okay. Also wir suchen gerade das Hotel. Wir laufen hier wieder bei bestem Wetter durch Portugal und suchen das Hotel. Oh, ich will nicht, dass es auf die Kamera pinkelt. Von hier oben fliegt das so runter. Ich muss auch gleich die Kamera wieder ein bisschen schützen hier, sonst seid ihr vollkommen nass. Gut, ich melde mich zurück, wenn wir das Hotel gefunden haben. Wir sind hier jetzt noch ein bisschen auf der Suche. Es ist halt voll am Regnen. Mein Vater wäre eben gerade, das Wasser steht auf den Straßen voll hoch. Mein Vater wäre fast vom Auto richtig batz, klatschnass. Da hätte ich aber auch gefeiert, das hätte ich aufgenommen. Aber naja, leider war es nicht so. Wir suchen weiter und ich melde mich, sobald wir unser ja, nächtliches Quartier gefunden haben. Bis später. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Hotel. Mein Vater sieht schon aus, als hätte er geduscht. Ich werde auch immer nasser. Meine Haare gehen in den, ne, ihr wisst schon. Und falls euch mal was auffällt, was uns auch kräftig verwirrt bei der Suche, es gibt keine verdammten Straßennamen, zumindest für uns Deutsche, nicht erkennbar. Es gibt kleine Ampeln, so wie die. Es gibt kleine Menschen, so wie die. Und es gibt einfach keine Straßenschilder. Wir suchen hier. Und ja. Ey, das mit den Matratzen ist cool. Auf jeden Fall kennen die Portugiesen auch keine Kilometer. Guck mal, der Hund, der pisst hier direkt an ein Hotel. Weißt du? Was ist mit dem Matratzen? Ja, wir haben eben gerade geguckt, 1500 Euro Matratze, 100 Meter weiter, der nächste Laden, 100 Euro Matratze, die gleiche. Also, scheißegal, aber auf jeden Fall kennen die Portugiesen keine Kilometer, ne? Wir sagen so, hey, wo ist das? Sagt einer, hoho, 2 Kilometer, ne? Und was machen wir? Wir gehen 2 Straßen weiter, hier geradeaus und hier soll das Hotel sein. Das heißt, ja, also langsam kommt mir das auch so vor. Also, wahrscheinlich sind wir schon am Hotel vorbei, ey, ich werd verrückt. Naja gut Leute, wenn wir dann das Hotel endlich gefunden haben, werde ich mich dann hier wieder zurückmelden und zeig erstmal, wie weit die Straße ist, das kann auch ein bisschen dauern. Da, könnt ihr das sehen, da? Hoho. Also wir gehen jetzt noch ein kleines Stückchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ne? So, herzlich willkommen zurück. Es sind wieder ein paar Minuten rum, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so, die wir rumgelaufen sind. Hier regnet es auch schon wieder wie Sau. Wir stehen jetzt, ich zeige euch das mal eben. Wir stehen jetzt hier stehen wir vor so einem kleinen Gebäude. Da, Alter, das regnet die ganze Zeit wie Sau, ey, wie verdammte Sau. Und ja, wir hängen jetzt rum. Meine Mutter sucht jetzt da drinnen die Rezeption. Wir hoffen mal, dass es hier auch sowas in der Art gibt. Und wir kommen jetzt mal da hoch, ja. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich zeige euch eventuell das Zimmer, also haut rein, bis gleich. So, da sind wir. Ich bin jetzt hier im Zimmer, in dem Zimmer, wo ich jetzt anscheinend ein paar Tage wohnen werde. Und zwar schließe ich hier einfach mal die Tür. So. Und wir sind halt hier, wollen ein bisschen die Schlüssel abholen, damit wir halt nicht mehr, ja, ne, damit wir spät abends hierher kommen können. Wir müssen noch die Sachen von meinen Verwandten abholen und so. Auf jeden Fall seht ihr hier, das Bett sieht so aus, der Schrank ist hier, Lampe ist drauf. Hier gibt es halt Waschbecken für anscheinend die Füße und ein Waschbecken. Es gibt hier eine Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsbad, sind aber nicht viele da, nur meine Eltern und ich. Und ja, weil die Zeit halt auch nicht wirklich die Urlaubszeit ist. Und Fenster auf die Straße, da seht ihr, ne? Straße und Bahn und alles seht ihr hier. Boah, Mann, ich bin so durchnässt. Hier noch ein Spiegelchen. Gut, hier hause ich jetzt erstmal. Meine Eltern haben das ungefähr doppelt so groß, weil halt 2 Personen, ne? Und gut, ich würde sagen, wir sehen uns irgendwo, wo wir jetzt hinlaufen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch so tun. Ja, wir sind jetzt hier erstmal im neuen Hain angekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Stückchen, wo ich meine, da nehme ich jetzt auf, sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder, nicht? Wir sind jetzt aus dem Hotel raus, wir haben jetzt alles abgeklärt. Internet habe ich dann da, Schlüssel sind bereit und die macht uns 24/7 auf. Also bis 24 Uhr nachts ist offen und ansonsten dann macht sie auf. Ist schon ziemlich cool. Dann wecken wir sie. Es ist hier übelst regnerisch. Ich weiß nicht, ob ihr das eigentlich sehen könnt. Und das Geilste ist, ich bin mit Jogginghose hier unterwegs. Also erst sah es ja voll geil aus, ne? Geiler als gestern. Und jetzt laufe ich den ganzen Tag schon rum und denke mir so, na gut, wir machen uns auf den Weg wieder zu unseren Verwandten. Die hat schon Sardinen und sowas vorbereitet. Die, mein Vater meint, die isst man wie Chips mit Augen und Flossen und alles so. Na gut, wir werden sehen. Ja, ja. Gut, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich irgendwann wieder. Also gleich bis in 2 Sekunden. Wir sind immer noch in der Bahn. So, und jetzt sind wir wieder raus aus der Bahn. So, wir sind hier aus der Bahn ausgestiegen und sind jetzt hier bei Yes, Please. Also wir sind ja wieder ein bisschen Bahn gefahren nach der ganzen Sache, als wir das Hotel gefunden haben und sind jetzt wieder hier.
Ja, keine Ahnung. Das soll so ein kleiner Chinesenladen sein, sagen meine Eltern, weil man da anscheinend irgendwie alles günstig kriegt und der von Chinesen betrieben wird. Ich denke, ich gehe da mal einfach rein und tja, wir gucken mal, ne? Warum muss ich immer hier so langlaufen und Baby links, wenn ich genauso gut die Straße da runter gehen könnte und ja, genau wenn ihr jetzt nicht reinkommt. Die Straße. Fahr dann weiß ich mehr wohin. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade wieder aus dem Chinesenladen raus. Was heißt gerade? Wir sind schon ein bisschen raus. Nichts Besonderes gefunden. Krimskrams, keine Ahnung. Es ist immer noch regnerisch, ne? Was willst du machen? Langsam gewöhnt man sich dran. Oh, ich hoffe, dass morgen vielleicht ein geilerer Tag wird. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu meinen Verwandten zurück. Da haben wir noch unsere Sachen liegen. Und machen uns langsam bereit. Ich weiß nicht, was heute noch so ansteht. Wie gesagt, vorhin habe ich ja schon erzählt, dass Teaser da schon Fisch vorbereitet hat. Oder irgendwie so lebendigen Fisch, keine Ahnung. Sag doch mal was Portugiesisches. Senhora de Hora. Senhora de Hora ist zum Beispiel unsere Stelle von der Metro, von der Bahn, wo wir die ganze Zeit aussteigen müssen. Das ist direkt bei unserem Hotel. Naja, ne? Ich baue jetzt erstmal wieder den Regenschirm hier zusammen. Seht ihr das? Habe ich außerdem den Knüppel abgebaut. Und seitdem hängt das da so lasch rum. Naja, ich werde mich jetzt erstmal wieder abmelden. Wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. So, Leute, guten Tag. Und ja, ich bin jetzt gerade wieder hier im Zimmer. Ihr seht das ja schon, ne? Hier ist das Bett von Ricardo und so wieder. Ja, ich musste mir erstmal das Gesicht waschen und Haare und Füße waschen und so einen ganzen Käse, damit ich erstmal wieder ein bisschen frisch komme. Ja, wir essen jetzt hier gleich nochmal Abendbrot. Also, ja, das ist jetzt hier, glaube ich, 6, 7 oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh. Und sie macht gerade, also Tina, so Sardinen. Das sind anscheinend diese Fische, die mein Vater meinte, die waren so, ich habe keine Ahnung, mal sehen. Ja, danach müssen wir uns aber aufmachen zum Hotel wieder zurück. Das heißt, es wird im Dunkeln jetzt nochmal zurückklatschen. Ah da, 19.12 Uhr ist es. Und ja, das müssen wir dann nochmal machen. Dann muss ich das Video bearbeiten, etc., etc. Ich weiß nicht, ich denke, es kommt noch ein Part. Also ich würde sagen, bis gleich, ne? So, schon sind wir wieder draußen. Grüßt euch erstmal. Und zwar, 5 Sekunden, nachdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe, also der letzte kleine Sprung, ja, ist mein Cousin gekommen und wir wollten nochmal einkaufen. Und ich muss euch unbedingt gleich zeigen, wie, ja, Teaser, ich hoffe, ich krieg sie noch beim Kochen, diese Fische macht. Ja, die nimmt diese Fische, geht da einmal, schneidet sie am Bauch auf, geht da einmal mit dem Finger durch, bereitet die zu und du knusperst die weg wie ein Chip. Wie Chips. Das ist der Hammer. Richtig geil, Alter. Auf jeden Fall, aber Ricardo meinte auch gleich, das muss richtig frisch sein, der Fisch. Ne? Frisch, frisch vom Pisch. Und wisst ihr, was gut ist? Ich habe vorne auf dem Boden 15 Euro gefunden. Ja, in Portugal. Yay. Die habe ich jetzt hier drinne. Drinne und wollte gucken. Eistee 70 Cent. Gauch ich mich. Ne? Eistee 40, kein Problem. Gönne ich mir, nehme ich mit und würde sagen... Ich hoffe, ich erwische gleich nochmal die Köchin beim Fisch zubereiten und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder. So, wir sind aus dem Laden raus. Ricardo und ich waren einkaufen. War nicht gerade teuer, allgemein Portugal ist hier nicht teuer. Für deutsche Verhältnisse zumindest. Ja, der Supermarkt ist gleich da um die Ecke. Small, klein, ne? Supermarkt. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen rein. Ich gucke mal, ob ich sie erwische mit den Fischen. Ob sie dann noch welche zubereitet. Ja, bis gleich, ne? So, zurück in der Küche. Und zwar möchte die Küche nicht gefilmt werden. Genau. Nicht filmen, nicht filmen. Dann zeige ich euch jetzt mal. Ihr hört das? Warte. Ne? Guck, den hier gucken wir so. Ne? Dann gucken wir mal so. Kamera. Legt die Fische hier ein. Salz und weiß der Geier was. Und dann kommen sie einfach so rein. Die werden vorher... Wartet, ich muss euch das zeigen, genau. So, einfach auseinandergenommen. Seht ihr das? Zack, eben just mal aufgeschnitten, rausgenommen, Gräten noch alles drinne. Werden dann einfach mal hier in die Pfanne gehauen und dann sehen sie so aus. Wie Chips. Einfach wie Chips. Richtig genial. Keine Ahnung. Ich habe einen probiert. Schmeckt richtig gut. Also das ist richtig feinste Sahne. Mir schmeckt das echt gut. Probiert das aber zu Hause nicht, weil Ricardo meinte, die Fische müssen richtig frisch sein. Also ohne frische Fische ist da nichts zu machen. Ne? Gut, ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal hier für raus. Mal sehen, was später noch so kommt. Bis gleich. So, jetzt ist es hier ziemlich hell und ich wollte euch gerade mal was zeigen. Und zwar diesen
Fisch. So sieht er aus. Oh mein Gott, der bricht schon ab, er ist so knusprig. So. So sieht er aus. So, könnt ihr den sehen? Der riecht schon richtig nach Fisch. Hat noch sein Auge drin, beide sogar. Und jetzt, Alter, das ist einfach... Flosse. So, herzlich willkommen zurück. Und zwar haben wir jetzt genug Fisch gegessen, also kann ich euch nur empfehlen. Und zwar sind wir hier mit Ricardo, ne? Affenklappen. Fisch. Meine Eltern hängen da hinten noch im Dunkeln mit in der Karre. Wir bewegen uns jetzt Richtung Hotel. Ricardo fährt uns, Gott sei Dank. Und es ist halt schon mega spät, ne? Also, ist jetzt glaube ich schon 11 Uhr oder so ein Scheiß. Wir haben da mega lange noch gequatscht und so und die Katzen angeguckt und so. Übrigens, wir haben euch ja erzählt, dass die Katzen gar nicht haaren, ne? Die einzigen Haare, die ich jetzt gerade eben gesehen habe, war, als ich der Katze auf den Schwanz getreten bin, hat die voll abgefaucht und ich habe ihr gleich 2-3 Büschel Haare aus dem Schwanz gerissen. Das verlieren die auch aus Angst. Ja, also die kacken sich ein wie so ein Chamäleon und schon sind die Haare weg, ey. Zack. Alter, ey. Dann wachsen die auch nach. Gut, wir bewegen uns erstmal zum Hotel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So, Ricardo findet Angeln langweilig. Ich wollte heute dieses Wochenende noch angeln, Fishing. Und er hat noch nie gefischt und will mir erzählen, dass er weiß, was Angeln ist. Und meint, er hätte den Old People watching by fishing and then he said, it's langweilig. Nein. Boring. It's boring to fish. Boring to fish. You just die if you're fishing because old people fishing all around. Oh, what? Ich werd verrückt, ey. He never put his fishing stick into the water. Never. In the water, no, but... Ja. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Am Wochenende wollten wir mal ein bisschen angeln, aber er meint, er weiß nicht, wie das ist. Mal sehen. Also ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich wollte ja eigentlich fischen on the beach, fishing on the beach, nicht? Like tequila on the beach. You need the boats. The boat. Boote werde ich euch auch noch zeigen. Kleine Fischerboote, da passen gerade mal Babys rein in Deutschland. Or a rock to be sitting. Yeah, you can have on the beach. Yeah, and then the waves are psh und wie psh. But there's ways to fish on the rock, so you can. So Affenklappe, you can. Oh, look at this in the camera, it's very dark. Keiner kann uns sehen, nur die meine Brille spiegelt. Gut. Hallo! Oh, yeah. Wir machen uns auf den Weg. So, wir sind angekommen. Und zwar stehen wir jetzt hier vorm Hotel. Wir packen schon unsere Sachen hier aus dem Auto. Seht ihr ja ganz genau, wir nehmen hier wieder alles raus. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Also ich bin schon ein klein wenig müde. Und ja, aber meine Eltern spielen mit dem Gedanken, jetzt hier nochmal ans Wasser zu gehen. Also wenn ihr da hinten hinguckt, hier lang oder vielleicht auch da um die Kurve, ich weiß es nicht genau. Ja, da gibt es Wasser und meine Eltern spielen noch mit dem Gedanken, dort jetzt eben gucken zu gehen. Also ich weiß nicht, entweder sehen wir uns jetzt gleich im Hotelzimmer wieder, wo ich mich dann ransetze und auch dieses Video dann fertig stelle. Ich habe nur WLAN da, das heißt es... Oh, WLAN, nur weil es... Ja, ansonsten gucken wir gleich nochmal uns das Wasser an. Also ich würde sagen, abstellen, bis gleich. So, hier habt ihr jetzt eben nochmal das Zimmer von meinen Eltern jetzt. Zwei Betten, zwei Personen, zwei Betten. Hier ist anscheinend ein dickes Fenster. Hier der Schrank noch. Und die haben hier so ein kleines Bad noch. Also so eine ganz kleine Dusche. Hier. Könnt ihr sehen, ne? Könnt ihr sehen. Noch ein Badezimmer. Ich muss die öffentliche Dings benutzen. Also ne? Toilette müssen die natürlich auch dahin, aber ich muss öffentliches Bad auch nutzen und so. Hier wieder Blick. So, ich baue jetzt eben erstmal den Laptop auf. Ich verkrieche mich jetzt auch hier. Hörst du mal schnell. Nehme ich mir hier. Schreib du mal Nummer auf. So, ne? Nummer muss man Mama aufschreiben hier. Verrückte Welt. So, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal Raum hier. Zack. Ist schon wieder alles düster. Hier richtig schön dunkel. Licht. Make Licht. Tada! Wunderbar. Und da sind wir auch. Habe ich ja vorhin schon gezeigt. Sind wir jetzt hier im Raum allein. Haben wir hier, ne, wie gesagt, Waschbecken, Spiegel und so. Fußbad habe ich vorhin bei meinen Verwandten auch benutzt. War echt entspannt, muss man sagen. Tja, ich würde sagen, ich mache mich dann jetzt mal ans Video. Ich hoffe, dass das WLAN nicht abkackt beim Upload. Ansonsten seht ihr das nicht morgen um 14 Uhr. Ja,
wünscht mir Glück, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach wieder. Haut rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann einfach demnächst.